Okay, Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon X mit mir, Dragonios. Lalalala. Ja, und ich habe es irgendwie geschafft, nach langer Trainingszeit alle Mega-Entwicklungen rechtzeitig zu haben. Und das interessiert uns aber gerade nicht, denn ich gehe jetzt auf Zapdos-Jagd. Genau, wir müssen noch ein kleines Zapdos fangen, das ist das letzte legendäre. Danach werden wir uns der Lebel, glaube ich, hieß er, Lebel-Quest zuwenden. Den Anfang habe ich leider aus Versehen offscreen schon gemacht. Ich bin halt irgendwann durch Illumina City gelaufen und mittendrin kam dann so, hey, da ist eine Übertragung. Und dann heißt es, ja, möchtest du nicht in das Büro von Lebel kommen? Und ich habe dann so gesagt, so, nee, gerade nicht. Ich möchte jetzt lieber, komm, wurscht, Brommer. So, Hyperbälle. Ich weiß, ihr sagt alle so, warum Hyperbälle? Flottbälle sind viel besser. Stimmt, ich möchte aber mit Hyperbällen fangen. Ganz einfach. Das ist einfach so, ich weiß, die Timerbälle und die Hyperbälle zu schätzen, und die Flottbälle zu schätzen, definitiv. Aber ich werde mir noch ein paar Timerbälle holen. So, Hyperbälle brauche ich sowieso, da ich meinen Pokédex vollständig machen will, also auf jeden Fall den Carlos Pokédex. So, die Pokéball-Boutique. Ja, danke. Denn wenn man den Pokédex komplett hat, den Carlos Pokédex, bekommt man ein Abzeichen. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Und mit diesem Abzeichen kann man besser züchten, kann man mehr Eier reinkriegen, auch wenn man mit, jeder kennt es, wenn man mit Ditto züchtet, heißt es immer, oh, sie scheinen sich nicht zu vertragen. Bedeutet einfach, dass weniger Eier rauskommen und dass es sehr lange dauern kann, bis man ein Pokémon richtig züchten kann. Und mithilfe dieses Abzeichens legen die Dinger Eier, als ob es nichts anderes mehr gäbe. So, genau, ein Tarnball mit zunehmender Kampfdauer effektiver. Werde ich mir mal noch 20 Stück holen. Danke. Flottball können wir uns auch mal schnell noch 7 Stück holen. Okay, perfekt. Dann habe ich die Leute, die immer wollen, dass ich Flottbälle und Timerbälle habe, habe ich damit auch befriedigt. Das ist super. Und ja, wir setzen jetzt mal Fliegen ein. Wir müssen hier hoch zur Meerestitanenhöhle. Und dort kommen wir von Tempera City aus. Ich weiß leider nicht mehr genau, wie der Weg war. Aber ich hoffe, ich werde das finden. Relativ flott. Jetzt schaue ich mich erstmal hier an. Ich glaube zwar nicht, dass es hier war. Ich denke eher, dass es von unten war. Was machst denn du hier? Lonim! Hast du ein Pokémon dabei, das die Attacke Schwerttanz beherrscht? Falls du ein Pokémon mit der Attacke Schwerttanz bei dir hast, schenke ich dir was ganz Tolles. Ach du Scheiße. Okay, du schenkst mir auch was. Habe ich noch gar nicht gesehen. Den guten Herren hier in Tempera City. Aber wir müssen jetzt erstmal mit dieser Magnetbahn wieder fahren. Magnetbahn! Ja, ich möchte mit der Magnetbahn fahren. Und das bringt uns nach unten. Okay, jetzt sind wir unten. Und hier sollte es dann hoffentlich irgendwo einen Surferweg da hochgeben. Jetzt bin ich nur gerade kurz am Überlegen, ob das in der Stadt war oder außerhalb der Stadt. Ich glaube, es war außerhalb der Stadt und zwar hier, genau. Wasser schlägt Wellen, Surfer einsetzen. Jawohl, natürlich. Ach ja, wir hätten vielleicht einen Schutz noch einsetzen sollen. Dann würde das Ganze hier schneller gehen, denn Tentachas ist jetzt nicht so prickelnd, ne? Egal. So. Ja, es gibt gerade nicht viel zu sagen. Wir sind diesen Weg schon mal gesurft. Das wissen wir ja hoffentlich noch. Und sogar zweimal, glaube ich schon. Gucken wir mal ganz kurz. Meisterball. Ich könnte meinen Meisterball einsetzen. Nee, lieber nicht. Das ist,
So, wo haben wir es denn jetzt? Unseren Schutz? 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 Superschutz! Topschutz! Da war 16 Stück. Perfekt. Okay. Das heißt, wir können jetzt ganz in Ruhe das Ambiente hier genießen. Die Azurbucht. Ist das nicht schön? Und dort hinten ist schon die Meerestitanhöhle, dessen Ziel natürlich ist, Zapdos zu fangen. Hier irgendwo muss es sein? Nein, das ist sie nicht. Boah, könntet ihr mal bitte wieder ein bisschen rauszoomen? Da! Mein Gott. Ohne Witz, es ist gar nicht so einfach, das hier dann zu finden. Ich werde hier einen kurzen Speicher machen. Das geht ja Gott sei Dank echt schnell in Pokémon X. So fix hat, glaube ich, noch nie ein Pokémon-Spiel gespeichert. Oh, es war was. Ich höre es flattern. Achso, ich muss mich bewegen. Hm? Ja! Und diesmal läuft es nicht weg. Nein, es greift uns selbst an. Ein Zapdos erscheint. Los, Lapras. Ist jetzt natürlich super, dass Zapdos Elektro ist und Lapras natürlich voll viel Chancen dagegen hat. Ich werde zuerst viele Nara dagegen einsetzen. Mal gucken, was denn unser Zapdos hier so kann. Viele Nara! Lichtschild. Okay, erstmal. Spezial. Ja, es ist gegen Spezialattacken. Das ist natürlich super, weil Mondgewalt auch, natürlich auch speziell ist. Macht gleich mal weniger Schaden. Und es setzt Agilität ein. Wunderbar. Ach, ich hätte vielleicht doch noch einen Flopball am Anfang einsetzen können. Das wäre langweilig gewesen. Ich möchte kämpfen, nicht gleich fangen. Okay. Mondgewalt ist ganz okay. Es setzt Regentanz ein. Da wird Donner natürlich dann dementsprechend böse werden. Wenn es Donner denn kann. Aber ich wüsste sonst nicht, warum es Regentanz sonst einsetzen würde. Es setzt nochmal Regentanz ein. Natürlich. Warum nicht? Okay, es ist im roten Bereich. Ich werfe einfach mal einen Hyperball. Testen wir es mal. So, komm her. Wenn du jetzt drin bleiben würdest, wäre ich enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Ich bin definitiv enttäuscht. Okay, Zapdos hat kein einziges Mal uns angegriffen. Die erste Runde war ein Lichtschild, die zweite Runde war Regentanz, die dritte Runde war wieder Regentanz, warum auch immer. Und die vierte Runde war es gefangen. What the fuck? Das war, glaube ich, ohne Witz, das war, glaube ich, das schnellste legendäre Pokémon, was ich ohne Meisterball jemals gefangen habe. Okay. Zapdos. Zapdos, das Elektroflug-Pokémon, ein legendäres Vogel-Pokémon, das im Sturzflug aus den Wolken bricht und Blitze schleudert und schnell eingefangen wird, weil es gar keinen Bock hat, überhaupt sich zu wehren. Oh Mann! Oh Mann! Ich bin perplex! Ich hätte nicht gedacht, dass wir das innerhalb von einer Minute haben. Okay. Sagt mir doch mal eure Erfahrungen mit dem legendären Vogel-Pokémon. Es ist ja nicht nur Zapdos, es gibt ja auch noch Arctos und Lavados, die man sich, je nachdem, was für einen Starter man ausgewählt hat, hier fangen kann. Sagt mir doch mal eure Erfahrungen mit diesen legendären Vogel-Pokémon. Ging das bei euch auch so schnell? Bin ich jetzt einfach, habe ich nur dermaßen viel Glück gehabt? Oder ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, wirklich. Überhaupt nicht. Perfekt. Egal, wir haben's. Es ist schön. Illumina City. Und jetzt würde ich, wie gesagt, schon am Anfang gesagt haben, kümmern wir uns um die Lebel-Quest. Mein Schutzitem ist gerade ausgelaufen. Ich habe ein Schutzitem eingesetzt dafür. Das heißt, ich muss jetzt erstmal sein Büro finden. Ich glaube, das ist in irgendeiner Seitengasse. Weiß ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht. Das ist, glaube ich, dieses leerstehende Gebäude gewesen, wo gesagt hat, da wird bald einer einziehen. Aber ich habe gerade keine Ahnung mehr, wo das war. Okay, jetzt sind wir im Südring. Das ist schon mal falsch. Das war hier irgendwo... irgendwo mittig. Frühlingsallee. Dort, wo der ewige Frühling herrscht. Hier vielleicht? Auch nicht, oder? Nein.
vielleicht doch in den anderen... What the fuck? Ich kenne hier dieser Stadt nicht aus! Taxi? Bringt mich das Taxi irgendwie zu Lebels Büro? Hier? Schaut auch nicht so aus. Oh Gott! Da vielleicht, oder? Warte. Nee, da ist das Café Flordelis. Ich bin vollkommen verwirrt. Also dementsprechend war gut, dass Zapdos so schnell gefangen ist. Darf ich mal durch? Hallo? Alter! Oh! So, danke. Schauen wir doch mal, ob wir irgendwo... keine Ahnung. Dienstleistungen. Restaurants, Cafés, Einrichtungen. Was ist mit Einrichtungen? Lebelbüro! Ja, wir können da hin. Sehr schön, danke. Oh, wie gut, dass es die Taxifahrer gibt. Ohne die wäre ich hier in Illumina City vollkommen aufgeschmissen. Dankeschön. So, auf ins Lebelbüro. Und da bist du ja. Fallen mir jetzt bitte nicht aus allen Wolken, Markus, aber ich war so frei, ein paar Nachforschungen über dich anzustellen. Da weiß ich, dass du der frisch gebackene Champ der Kalos-Region bist. Gratuliere. Und natürlich weiß ich auch, dass du unsere Welt von der Plage namens Team Flair befreit hast. Yes! Ich sollte mich aber wohl erstmal vorstellen. Mein Deckname ist, ich meine, mein Name ist Lebel. Ich bin ein mürrischer Mann mittleres Alters und Detektiv in dieser Stadt. Haha. Aber ich sollte wohl ganz langsam zur Sache kommen. Was, Markus? Ich werde dir sagen, warum ich Nachforschungen über dich angestellt und dich herbestellt habe. Illumina City ist voller Sehenswürdigkeiten und wird von Touristen weltweit als Urlaubsziel geschätzt. Dementsprechend leben hier nicht nur sehr viele Menschen, es kommen noch weitere zu Besuch. Und wo es viele Menschen gibt, gibt es auch Ärger. Das war für mich Anlass, eine Detektei zu gründen. Dieser Job ist nur was für ganz Abgebrühte, das kann ich dir sagen. Selbst wenn man die Einsamkeit gut ab kann, gibt es hin und wieder Momente der Schwäche. Und da kommst du ins Spiel, Kindchen. Werde mein Assistent. Nein, mein Partner. Wenn ein Champ wie du und ein Haudegen wie ich gemeinsam für Recht und Ordnung sorgen, dann wird Illumina City zu einem sicheren Pflaster. Was sagst du, Markus? Wollen wir gemeinsam das Verbrechen bekämpfen? Ja! So, ist recht, Markus. Damit ist der Frieden in Illumina City gesichert. Nun ja, leider ist es nicht ganz so einfach. Du bist zwar der Champ, aber ein Anfänger, wenn es um Detektivarbeit geht. Deswegen melde ich dich gleich mal für meinen patentierten Detektivkurs an. Der da heißt, in 5 Schritten wird aus jedem trüben Tasse ein Superdetektiv. Ja, ich rede mit dir. Sehr geil. Wenn du für den ersten Schritt in dein neues Leben bereit bist, sprich mich einfach an. Okay, ansprechen. Bist du bereit für dein Training, Markus? Gut, dann erkläre ich dir, was zu tun ist. Meine Katze möchte gerade gestreichelt werden. So. Genug gestreichelt, reicht schon wieder. Du musst 5 Lebel-Tickets finden, die überall in Illumina City verstreut sind. Und diese zu mir zurückbringen. Und das war's. Ich habe ein Lebel-Ticket mit Glitzerspray eingesprüht, damit du sie auch finden kannst. Und hier noch ein Tipp in der Güte, in meinem Notizbuch findest du Hinweise, wo sich die Tickets befinden. Also dann, Markus, beginnen wir jetzt mit dem Training. Ich weiß, du wirst es schaffen. Ach ja, schön. Schnitzeljagd. So, erstes Pokémon-Center neben der Placerose. Okay, Pokémon Center Place Rose. Zentralplatz im Turm der Illum City erhält. Okay, in der Arena. Auf der Frühlingsallee in einem Geschäft, in dem Medizin verkauft wird. Am Nordring im Erdgeschoss eines Gebäudes, in dem die Leute sich ausruhen. Okay. Am Nordring im Erdgeschoss eines Gebäudes, das eine Schatzkammer der Kunst ist. Okay. Also, wir haben das Pokémon Center, der Holo-Log. Markus, bist du bereit? Sehr gut, dann lassen wir dir eben verraten, wo du die vorsorglich versteckten Tickets finden kannst. Schön, dass wir das gerade durchgelesen haben. Pokémon Center, Placerose, auf dem Zentralplaza im Turm. Also, was jetzt? Auf dem Platz oder im Turm? Egal, wir werden es schon finden. Im Turm der Illumina City erhält. Auf der Frühlingsallee in einem Geschäft, in dem Medizin verkauft wird. Frühlingsallee, okay. Am Nordring und am Nordring. So, das wäre alles. Ja, danke.
Danke, 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 danke. Danke. So. Ich würde sagen, das Schnellste... Boah, dürft ihr mal bitte das Place Rouge? Okay. Erstmal hier zum Zentralplaza in den Turm gehen. Da haben wir schon. Zack. Level-Ticket. Yes. So, ich gratuliere, du hast ein Ticket gefunden. Dank deiner scharfen Beobachtung bist du auf dem besten Weg, ein Detektiv zu werden. Ja. Na dann. So, dann suchen wir mal das Pokémon Center bei Place Rose. Sommerallee. Muss aber noch in die Frühlingsallee auch noch. Okay. Oh, das ist schon mal falsch. Auch nicht richtig. So, fahren wir jetzt schneller, mein Freund. Hier sind wir in der Frühlingsallee. Was war in der Frühlingsallee? In einem Geschäft, in dem Medizin verkauft wird, glaube ich. Das war falsch. Das ist ein Café. Da wird keine Medizin verkauft. Pokésalon wird auch keine Medizin, glaube ich, verkauft. Ich möchte da nicht rein. Ah! Oh! Könnte ich meinen Quaff-Waff mal rasieren? So, wieso gehst du in jedes Geschäft rein, in die du... Aber da ist es schon richtig. Okay, passt. Schau, ein Libell-Ticket. Nummer 2. Noch 3 zu finden. Ich gratuliere, du hast ein Ticket gefunden. Nicht anders habe ich erwartet. Weiter so. Stell ihm Luminous City auf den Kopf. Das wäre schlecht. Denn es ist ganz in Ordnung, so wie es ist. So. Was haben wir hier? Place a word. Auch nicht richtig. Ah! Geh doch nicht in jedes in jeden Laden rein, in den du betreten kannst, Markus. Da, jetzt nach links. Danke. So. Nein, das war falsch. Jetzt bin ich nämlich am Südring. Genau. Eieieiei. So. Hier geht es in... Müsste dann bald die Sommerallee kommen, oder? Schön, dass Jaune... Okay, Jaune möchte ich nicht. So, was ist denn hier? Oh, hört doch bitte auf, einfach zu labern. Winterallee, Place Rouge. Nein, auch nicht richtig. Ich werde doch dieses scheiß Rosé finden. Oh, gib mir bitte nicht auf die Eier. Danke. So, Herbstallee. Und jetzt müssten wir... Genau, Rose. So. Oder Rosé. Keine Ahnung. Wie man es jetzt genau, wie man es aussprechen möchte. Im Pokémon Center war das. Das ist hier. Da hinten ist es. Perfekt. So, und dann hatten wir noch 2 im Nordteil. Also im Nordring. So, damit hast du als Hälfte deines Prozents abonniert. Also über 50%. Die Luminosität ist zwar groß, aber den Rest findest du auch noch. Ich drücke dir beide Daumen. Oh, meine Vögel rasten gerade aus. Sehr schön. Ich möchte in den Nordring. Ich möchte in den Nordring. Und der ist im Norden. So. Bin ich im Nordring? Ja, bin ich. So, dann hätten wir einmal das Kunstmuseum im Erdgeschoss und irgendein anderes Gebäude, in dem man sich ausruhen kann. Ich habe keine Ahnung, was damit gemeint ist. Entweder kann es sein, dass es ein Pokémon-Center ist. Kann aber auch sein, dass es irgendwas anderes ist. Ein Café zum Beispiel. Das hier. Da kann man sich zum Beispiel auch ausruhen. In einem Café. Glitzert aber nichts. Aber es muss ja auch ein Erdgeschoss sein. Das heißt, das Gebäude ist mehrstöckig. Vielleicht im Hotel? Wenn es im Nord das Hotel war. Ich weiß es gerade gar nicht. Kunstmuseum war... Ich schaue jetzt erstmal hier rein. Hier? Irgendwo? Ne? Ne? Nein? Aber ich möchte mal hier mal ganz kurz in den ersten Stock schauen. Oh, was passiert?
bist nicht der, den ich suche. Ja, das, meine lieben Freunde, ist ein kleines Easter Egg in der Pokémon X. Das habe ich vor kurzem erst gelesen und wollte jetzt unbedingt testen, ob das wirklich funktioniert. Scheinbar funktioniert es, nachdem man den Champ besiegt hat, glaube ich, dass man hier in den ersten Stock geht und ich habe die Musik nicht abgedreht. Die Musik war weg. Also, irgendwas ist da definitiv faul. Es wird im Moment ganz, ganz viel darüber spekuliert, was denn diese Gestalt, ich sage jetzt mal, in Anführungsstrichen Geist, weil sie hat sich ja, der Sprite von ihr hat sich nicht bewegt. Dementsprechend kann das schon sein, dass es ein Geist sein soll und dass es ein Geist ist. Und, ja, also das ist schon geil. Also ich finde die Idee super. Ja, bitte. Danke. Danke, danke, danke. Ich möchte hier im Erdgeschoss mal umschauen. Denn wir haben hier bestimmt irgendwo ein Ticket. Da haben wir das Ticket. Und das letzte Ticket werden wir in der heutigen Folge auch noch finden. Und dann in der nächsten. Ich gratuliere, du hast ein Ticket gefunden. Ich kombiniere. Das ist dein viertes Ticket. Stimmt doch, oder habe ich recht? Wieso wusstest du das? Warum habe ich so dermaßen einen Durchblick? Na, weil ich ein Detektiv bin. Hahaha. Ja. In der nächsten Folge werden wir dann uns der Libell-Quest weiterhin zuwenden. Soweit ich weiß, gibt es da mehrere Geschichten sozusagen, die man, oder mehrere Aufgaben, die man lösen muss innerhalb dieser Quest. Und dann, meine lieben Freunde, werde ich noch eine Folge machen mit allen Mega-Entwicklungs-Pokémon. Und dann wäre Pokémon X abgeschlossen. Mir fällt nichts mehr ein, was ich noch machen kann. Und ich finde auch, jedes Spiel hat irgendwann auch das Recht, mal aufgehört zu werden. Aber mit Pokémon X hört sich leider noch nicht auf. Also leider ist gut. Ich gratuliere, das ist ein Ticket. Mach dich sofort ans nächste Libell-Büro. Aber was es mit dem neuen Projekt auf sich hat, werde ich noch nicht in der nächsten Folge, aber in den darauffolgenden Folgen werde ich immer so ein paar kleine Hinweise geben, was euch denn alles erwarten wird. Ich hoffe, ihr freut euch. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.